Hallo, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Und in diesem Video will ich dir mal eine coole Anwendung zeigen, die ich heute bei Builderall entdeckt habe. Und zwar geht es um das Thema Website Clickmap. Und zwar kannst du mit dieser Funktion, die gibt es meines Erachtens ab dem mittleren Paket schon bereits, beziehungsweise ab dem Business-Paket auf jeden Fall. Und auf jeden Fall möchte ich jetzt einfach hier mal nachschauen, welche oder wo auf dieser Seite am meisten geklickt wird, wo die Leute sich aufhalten. Und so kann ich halt Schlussfolgerungen ziehen, hier vielleicht auf dieser Seite dann ja Elemente zu entfernen oder abzuändern, ja, um einfach auf der Seite bessere Ergebnisse zu erzielen und diese dann zu optimieren. Und es ist halt super leicht auch eingerichtet. Und zwar, ich habe es jetzt schon mal bereits getestet, wenn du hier auf Applikationen gehst, auf Website Clickmap. Dann kannst du hier über diesen Button eine Webseite hinzufügen. Ja, man klickt hier drauf, dann vergibt man der ganzen Sache Namen und dann wählt man eben die Seite aus, ja, wie zum Beispiel jetzt hier oliverschirmer.net, und kann dann hier noch im Prinzip, das kannst du eigentlich hier auf Sender immer stehen lassen, dann klickst du auf Done. Und dann wird das Ganze hier schon so angelegt, wie du es hier siehst. Ich habe das jetzt einfach mal im Test Sales Page genannt. Und jetzt kannst du dir hier einen Code generieren. Ja, und diesen Code musst du jetzt in der Seite einbauen. Das heißt, wir kopieren das Ganze und gehen dann hier auf Baukästen. Und dann suche ich mir einfach eben diese Seite hier raus. Ich habe das Ganze jetzt auch schon mal eingebaut, zeige dir das aber trotzdem, wo du das findest. Und zwar gehe ich dann hier auf Bearbeiten. So, es dauert jetzt immer einen kleinen Moment. So, nachdem sich jetzt der Site-Builder geladen hat, lädt er hier unsere Seite. Ich kann mir dann jetzt hier oben die entsprechende Seite raussuchen. Hier gibt es jetzt im Prinzip halt nur die eine, die ich testen will. Jetzt habe ich hier oben dieses Zahnrad-Symbol. Und ich klicke jetzt hier unten auf Skript, auf Skripte und kann jetzt hier dann eben rechte Maustaste beziehungsweise über Steuerung und V mein Skript einfach einfügen, bestätige das Ganze, sag Speichern und und das habe ich jetzt für unseren Test hier schon mal gemacht, damit wir da auch schon gleich ein paar Ergebnisse haben. Und jetzt können wir uns das Ganze einfach mal in der Praxis dann auch anschauen, wie das Ganze funktioniert hat. Und jetzt gehen wir hier wieder auf Website Clickmap und kann jetzt hier auf Show Map klicken. Und jetzt wird eben die Seite aufgerufen. Und eigentlich sollte ich dann jetzt hier sehen, wo die Klicks gemacht wurden. Wie gesagt, ich habe das schon ein bisschen früher gemacht, bevor ich jetzt das Video hier aufzeichne, um einfach auch schon ein paar Besucher auf der Seite zu haben, damit ich eben halt auch sehe, wo geklickt wird, ja, oder wo im Prinzip die Leute sich das Hauptaugenmerk drauflegen. Ja, du siehst jetzt hier also ums Video rum hier bei den Bullet Points, hier ein Video, ja, genau, ja, hier unten zum Beispiel noch. So, und diese Sachen sind halt im Prinzip super aufschlussreich, weil du siehst, wo deine Nutzer im Prinzip auf der Webseite entlang gehen und kannst dementsprechend ja eben halt deine Besucher dahingehend auch besser leiten, eben halt auch zu dem Ergebnis, was du für dich dann haben möchtest. Den Link zu Builderall mache ich dir einfach unterhalb des Videos in die Textfunktion, in die Textbeschreibung. Und ich finde es ein cooles Feature. Ja, finde es eigentlich total klasse, was man hier an zusätzlichen Leistungen für diesen Preis bekommt. Wie gesagt, wenn dich das mehr interessiert, findest du den Link unterhalb des Videos, kannst du dir dann einen Überblick über die kompletten Funktionen verschaffen. Ansonsten, wie gesagt, wenn das Ganze für dich hilfreich war, teile doch das Ganze ja mit deinem Netzwerk oder wenn du Fragen hast, schreib es mir einfach in die Kommentare. Ich wünsche dir alles Gute, maximalen Erfolg und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.